Folge Mordor Schatten Middle-Earth. Ja, das letzte Mal haben wir endlich mal geschafft, diesen blöden Anführer da zu töten, nachdem wir eine Menge Orks geschlachtet haben. Und dann haben wir hier diese Mission gefunden und die machen wir jetzt. Saurons Uruks missbrauchen gnadenlos die niedrigen Orks in ihren gewaltigen Machtkämpfern, bla bla bla. Nehmen wir doch mal. Gucken, was da passiert. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst! Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr! Oh, doch wenn du mich befreist, wird Ragnar dir alles verraten! Na klar. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er werden gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Interessant. Hat keine Schwäche, die du aufnutzen kannst. Hat eine Schwäche. Ah ja. Kann durch Todesstöße vom Rücken oder Ritter besser sofort getötet werden. Immun gegen Fernkampf, Nahkampf, Angriff mit hohem Schaden kann nicht gekontert werden. Ist von einem Gefolge umgeben. Sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Ach, lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Na dann, folgen wir mal den komischen Ork. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Greif ihn von... Schildträger wären von Teil müssen von den Eingriffen. Halt den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks! Oh, das war der erste Schild. Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter!
Leide! Hallo, Waldläufer, schnell! Ich mag die Spitzendinger nicht in mir stecken haben! Es steht auch nicht im Weg rum, Vater. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Gorath vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorath will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karago Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorath büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Gorath hält sich Karago in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorath ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Gorath ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Ist denn da jetzt nicht so ein Ding jetzt da? Ich möchte den Vorfall von Otto nie wiedersehen. Da stehen drei Leute, wie soll ich das denn anrufen? Und nun soll denn jemand einfangen? Jetzt ist auf einmal das Ding da wieder da. Sehr schön. Ich muss das Feuer machen! Zündet das Leuchtfeuer an!
Angst bekommen. Mal, schieß doch auf den anderen verdammte Scheiße. Mann, ey. Worüber beschwerst du dich? Er beschwert sich nicht. Das ist nur, was die Sklaven in uns haben. Wenn sie gerade nicht. Ein Karagor! Mal die Wand da hoch mit der Danke. Meine Klauen fangen gleich an zu zittern, wenn ich nicht sofort einen guten Kampf bekomme. Scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Goroth wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Goroth kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Goroth ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Goroth an die Arbeit. Alle Geister!
Arbeit! Wir folgen nur den Befehlen von Gorot. Der Tod. Ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Schandbaum! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Wirrwarr! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Mich würde eigentlich mal interessieren, was das hier ist. Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen.
ist das? Hier muss es doch irgendwo sein. Hier steht doch genau drauf. Hier was Neues gekriegt. Episch, episch, episch. Jetzt habe ich hier Schleichaufzehrung. Stellt bei Schleich die Gesundheit wieder her. Gewährt Zugriff auf legendäre Waffenfähigkeit. Er erhält eine letzte Chance. Dennoch. Achso, bei Dolch gibt's auch noch was. Das will ich nicht. Attribute. Hab ich wieder genug Monetas? Heute sehen. So, aber ich möchte gerne mal wissen, wo das Artefakt ist. Das verstehe ich nicht. Hier was Neues in der Nähe von einem Turm. Ist das ein Witz? Und das soll eine Prüfung sein? Ja.
Nehmt die Sache! Was war das? Halt! Ich habe etwas gesehen. So, die Mission habe ich. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal auf Schluss und dann sehen wir und hören uns das nächste Mal. Euer Zello. Tschüss.